Herzlich willkommen bei S21bauTV. Jetzt habe ich doch noch mal beim Gebhard-Müller-Platz die Kamera eingeschalten, weil wir da drüben schon Fahrbahnmarkierungen sehen. Das ist ja die neue Fahrbahn direkt auf dem neuen Stadtbahntunnel. Nun ja, bald ist September und im September soll die neue Haltestelle in Betrieb gehen und dann kann hier drunter unter der Willy-Brandt-Straße die alte Haltestelle abgebaut werden und dafür muss natürlich die Fahrbahn entsprechend verschwenkt sein. Und wenn ich sehe, wie viele Barken hier stehen, das ist doch wohl voll im Gange mit dem Verschwenken der Fahrspuren. Ich nutze schnell noch die Grünphase und gehe hier rüber. Und eigentlich können die auch gleich dranbleiben. Wir wollten ja eh zu BA24. Und auch hier neue Fahrbahnmarkierungen. Huch, hier ist die Fahrbahn verschwunden. Ja, und hier sehen wir schon die Bordsteinkante. Rechts davon gibt es den Gehsteig, links davon die Fahrbahn. Hier nehmen wir wieder den Restlichtverstärker.
Also, dann schätze ich mal, in einem Monat werden wir hier die Fahrzeuge fahren lassen können. Danke fürs Zuschauen und bis gleich vom Blick vom Bullesteg. Jetzt habe ich mich aber schön verhaspelt.